Herzlich willkommen zur Industrie Forward Expo. Mein Name ist Christian Filsbeck von Published Industry. Ich führe Sie so die nächste knappe Stunde durch diesen Vortrag als Moderator. Wir haben jetzt ein sehr spannendes Thema, und zwar, wie kann man über E-Commerce hochkomplexe Industrieprodukte verkaufen? Ich glaube, das betrifft gerade zurzeit sehr viele. Hierzu begrüße ich ganz herzlich Julia Widon von Intershop. Sie ist Sales Solution Engineer. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist. Hallo. Und dann haben wir noch als zweiten Speaker Dr. Daniel Kortmann von Takton. Er ist Senior Sales Executive. Hallo Daniel, schön, dass du auch dabei bist. Hallo, guten Morgen. Ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt diskret zurück und übergebe an euch zwei mit dem Vortrag. Legt bitte los. Gut, ja, von unserer Seite auch nochmal herzlich willkommen zum B2B-Commerce mit Configure-Price-Quote. Das heißt, wir wollen einfach heute die Fragestellung beleuchten, wie können die Kunden aus den Webcommerce, aus der Intershop-Plattform versorgt werden mit Informationen, mit Wissen über hochkomplexe Industrieprodukte? Julia, magst du anfangen, euch vorzustellen? Genau. Also ich komme und repräsentiere heute ein Intershop Communications AG. Wir sind ein E-Commerce-Unternehmen und stellen B2B Lösungen für unsere Kunden. Ja, wir sind ein globales Unternehmen. Wir sind auf allen Kontinenten aktiv. Wir haben mehr als 350 Kunden. Wir sind ein Leader, was B2B-Commerce angeht. Und das wurde mehrmals bewiesen durch zahlreiche Forrester-Wechs. Wir haben 29 Jahre von Erfahrung, genau in was E-Commerce angeht. Und ungefähr 105 Milliarden Euro läuft durch unsere Plattform jedes Jahr. Gut, dann, wenn du auf die nächste Folie, genau, wechselt gerade schon kurz ein paar Worte zu uns, zu der Takton Systems. Ja, wir sind Anbieter, Lösungsanbieter im Bereich des Smart Commerce, des CPQ, ja, drei Buchstabenkürzel, also Konfiguration, Pricing, Discount Prozesse, Angebotserstellung. Das heißt, wir unterstützen den Vertriebsprozess einerseits für Direktvertrieb, für Händler, aber auch eben, und das ist Fokus des heutigen Vortrags, integriert in die E-Commerce-Lösung von Intershop, um es einfach zu ermöglichen, sehr, sehr variantenreiche, sehr variable Produkte E-Commerce-fähig zu verkaufen. Wir selbst kommen aus Stockholm mit Standorten in den verschiedenen Zeitzonen und sind ein Team von 220 Leuten, die sich um das CPQ-Thema kümmern. Ja, hier sind wir recht stolz drauf, letztendlich über das Gartner-Testat, dass wir zu den Visionary-Anbietern in dem Bereich gehören und haben auch in diesem Jahr die Empfehlung bekommen, dass wir derjenige sind, der im komplexen Manufacturing letztendlich die Anlaufadresse Nummer 1 ist. Wenn wir mal auf der nächsten Folie dann schauen, beziehungsweise hier nochmal die Überleitung in die Herausforderung der digitalen Transformation. Ja, worüber sprechen wir hier? Geht bitte einmal in die nächste Folie. Wir reden letztendlich über Produkte aus dem Bereich der Fertigungsanlagen, der Energieerzeugung, Medizintechnik, ja. Last- und Nutzfahrzeuge, die mit den Themen konfrontiert sind, aber auch die ganzen Komponentenhersteller im Bereich Messtechnik, Steuerungstechnik, Regeltechnik, Antriebs- und Pumpenindustrie. Das heißt, letztendlich wollen wir heute eine Lösung vorstellen für die Anbieter, die mit sehr variantenreichen, sehr komplexen Produkten unterwegs sind, die aber gerade in der heutigen Zeit, jetzt auch vor dem Hintergrund natürlich Covid-19, damit konfrontiert sind, dass Vertriebsprozesse sich verändern, dass Kunden beginnen, sich digital zu informieren, dass der Vertrieb erst spät hinzukommt. Das heißt, mehr und mehr Firmen sind mit der Frage konfrontiert, wie können sie letztendlich in den Online-Kanälen ihr Produktportfolio darstellen. Gehst du einmal auf die nächste Folie, Julia, bitte? Ja, und wir reden dann auch mittlerweile über einen Trend hin zu dem kompletten System- und Lösungsvertrieb. Das heißt, es geht nicht nur darum, das eigentliche Investitionsgut zu verkaufen, sondern eben auch ein gesamtes Paket drumherum.
hier eine Vielzahl von Themen im kundenorientierten Vertrieb dargestellt. Es geht über die Installation, über Wartungsdienstleistungen. Ich möchte vielleicht mit dem Produkt gleich auch schon Garantien, Ersatzteilpakete verkaufen, Verbrauchsmaterialien verkaufen. Das heißt, die Fragestellung wird natürlich durch diese Aspekte nochmal komplexer und nochmal intransparenter dann einfach auch für die Kunden, die sich für die entsprechenden Produkte informieren. Geht hin bis in das Finanzierungs-, ins Leasinggeschäft. Wir reden über Subscription-Modelle inzwischen auch im Investitionsgütervertrieb. Dass sich einfach eine Menge hier thematisch bewegt und verändert. Und all das muss berücksichtigt werden in den verschiedenen Vertriebskanälen. Eine Folie weiter, bitte. So, und dann zeigt sich hier mal drei typische Vertriebskanäle rausgegriffen. Einmal der klassische Direktvertrieb, aber auch das Geschäft über Partner, über Händler. Und dann eben hin bis zu den E-Commerce-Lösungen, bis zu den Self-Service-Portalen, dass komplexe Produkte ja häufig gut aufgehoben sind im Direktvertrieb, aber immer noch zu kompliziert und in der Abwicklung oft zu fehleranfällig sind, um vom Kunden dann direkt ja, konfiguriert zusammengestellt werden können. Umgekehrte Pyramide für die maßgeblich einfachen Produkte. Ja, da ist oft ein Kostenthema, die heute noch über den Direktvertrieb zu vertreiben. Das heißt, die sind prädestiniert für die E-Commerce-Plattform. Da aber die Kunden, die Firmen, die wir adressieren, oft eine Mischung aus beiden Produkten haben, ja, ist es eben schwierig, über die gesamten Vertriebskanäle das Produktprogramm, das Produktportfolio optimal darzustellen und entsprechend die Kunden zu beraten und durch diese Prozesse zu führen. Und wir wollen eben gleich eine Lösung aufzeigen als Kombination zwischen den Intershop-Produkten und den Tacton CPQ-Produkten, wie da ein Prozess aussehen kann, der gleichermaßen alle Vertriebskanäle optimal bedienen kann. Einmal die nächste Folie, bitte. Genau, hier einfach nochmal grob skizziert, wie sieht heutzutage die Customer Buying Journey aus. Das heißt, ja, es müssen Fragestellungen im Vertriebsprozess adressiert werden, in Bezug auf den Mehrwert des eigentlichen Produktes, Vergleich mit Alternativprodukten. Aber auch gerade, wenn man möchte, dass der Kunde selbst anfängt, Produkte zusammenzustellen, müssen wir ihm natürlich die Sicherheit geben, die richtigen Produktfamilien, die richtigen Varianten zu wählen, die zu den Anforderungen passen. Das heißt, wir reden hier über Themenfelder wie Guided Selling als Stichwort oder Solution Selling, dass man wirklich versucht, die Kunden in ihrer Applikation, in ihrer Anwendung des Produktes abzuholen, im Portfolio richtig zu führen und zu passenden und funktionierenden Lösungen zu führen, zu leiten und das Ganze eben dann in dem Online-Vertriebsprozess abzubilden. Wir reden natürlich über die Kostenseite, das heißt, was sind die Investitionskosten, was ist die Total Cost of Ownership, wie schafft man es lokal in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Märkten die entsprechenden Regeln einzuhalten. Bis hin dann zu den ganz pragmatischen kommerziellen Themen wie Lieferzeiten, Zahlungsbedingungen und dann natürlich das Zusatzgeschäft, was ich schon erwähnt habe, über Wartungsservice, Optimierung von Anlagen und Lösungen. Das heißt auch hier eine Vielzahl von Aspekten, die in dem ganzen Vertriebsprozess auf der E-Commerce-Plattform zu berücksichtigen sind. Nächste Folie bitte. Genau, um das alles abzubilden und zu reflektieren, haben wir Tacton gemeinsam mit der Intershop eine Lösung aufgezogen als Integration der E-Commerce-Plattform von Intershop mit unseren Konfigurations-, Preis- und Angebotsfunktionalitäten aus der CPQ-Plattform, die wir jetzt einfach im Folgenden gerne mal in einem beispielhaften Prozess vorstellen möchten. Julia, magst du das übernehmen und das Ganze zeigen? Genau, und an dieser Stelle werde ich hier übernehmen und tatsächlich ein Beispiel zeigen, wie dieses Prozess im realen Leben aussehen kann. So, ich möchte ihn gerne ganz gern vorstellen. Lisa Braun
Sie ist eine Managerin. Sie arbeitet für ein Chicago Waterfront Hotels. Und sie hat jetzt eine Aufgabe bekommen, einen neuen Aufzug zu installieren. Dieses Hotel geht durch diverse Modernisierungen und deswegen brauchen sie einfach einen Aufzug. Sie kriegt natürlich eine Unterstützung von technischen Mitarbeitern von der Seite von Chicago Waterfront Hotel, von James Smith. Lisa Brown hatten diverse Journey, bis sie tatsächlich zum Kauf und Installation von diesem Aufzug kommt. Und wir werden jetzt Lisa auf diese Journey begleiten. So, wie fängt die Reise an? Natürlich, die fängt an mit einer Recherche. Also was das Erste, was Lisa macht, um einfach einen Aufzug zu finden und Anbieter zu finden, sie geht zum Beispiel auf eine Google-Seite oder irgendwelche andere Suchmaschine und tippt ein, hey, Aufzüge günstig kaufen. Nee, also sie sucht schon eine solide Lösung. So, nachdem sie das eingegeben hat, kriegt sie natürlich Vorschläge über mehrere Anbieter, die diese Aufzüge dann verkaufen, installieren und so weiter und so fort. Unter anderem findet sie auch einen Namen von einem Anbieter, Parker Lifts. Das hat sie schon irgendwo gehört und will sie jetzt natürlich anschauen, was Parker Lifts anbieten kann. Sie geht auf eine Webseite von Parker Lifts. Was wir hier sehen, das ist ein Online-Store, Online-Portal, was mit Intershop und Takton-Mitteln zusammengebaut ist. So, Lisa geht durch diese Webseite, schaut diverse Informationen an und unter anderem sieht sie einfach einen riesen Banner in der Mitte. Hey, das ist das erste Mal bei Parker Lifts. Sie können einfach ein Wunschprodukt super einfach konfigurieren. Sie ist daran interessiert. Sie will natürlich selbst ein Produkt, einen Aufzug konfigurieren und anschauen, wie es dann aussehen kann und welche Möglichkeiten, welche Einstellungen kann sie dann verwalten. Und dann klickt sie drauf. Wenn sie drauf geht, auf diesen Banner, landet sie einfach auf eine Konfigurator-Seite. Auf linker Seite sehen wir unterschiedliche Einstellungen, die Lisa ändern kann. Und auf rechter Seite sehen wir eine grafische Darstellung. Und alle Änderungen, die sie auf linker Seite vornimmt, werden natürlich dann auf rechter Seite angepasst werden und dann angezeigt werden. Lisa hat nicht nur eine Möglichkeit, das in diesem kleinen Fenster, so ein 3D-Modell anzuschauen, sondern sie hat auch die Möglichkeit, durch Augmented Reality mit einem Tablet einfach über eine Wand zu gehen und anzuschauen, wie dieser Aufzug tatsächlich dann in Realität aussehen wird. Um dann ungefähr einzuschätzen, passt es so von Design, von der Masse und so weiter und so fort. Aber wir gehen jetzt kurz auf linke Seite. Das erste Auswahl, was Lisa treffen muss, ist einfach eine Auswahl von Land, wo dieser Aufzug zum Beispiel installiert werden soll. Wir wissen natürlich, dass unterschiedliche Standards in den USA und Deutschland oder auch in anderen Ländern komplett anders sind und variieren dann und können dann sehr stark abweichen. In dem Fall, wenn Lisa ein Land auswählt, zum Beispiel USA, kann sie sicher sein, dass alle weitere Optionen, die sie dazu bucht oder umschaltet oder anpasst, werden mit all diesen Regeln, die in den USA gelten, zusammenpassen. Also und sie schafft dadurch ein gewisses Compliance mit den USA-Regeln oder wenn es zum Beispiel Deutschland ist, dann mit Regeln in Deutschland. Lisa hat hier diverse Möglichkeiten und diverse Anpassungen, die sie hier nehmen kann. Zum Beispiel sie kann Anzahl von Stockwerken eingeben, Anzahl von Personen, die hier in diesem Aufzug täglich transportiert werden müssen. Auch wie ein Aufzug von innen, von außen aussehen soll, wie viele Knöpfe, wie viele Lampen sollen da installiert werden. Das Gute ist, also so eine Konfiguration von richtigen komplexen Produkt wie ein Aufzug kann sehr schnell sehr technisch werden. Und dann kann man auch natürlich richtig schnell solche Managers, wie zum Beispiel Lisa, verlieren, weil die diese technischen Details nicht ganz so gut kennen und nicht wirklich sicher damit sind. Aber dieser Konfigurator besteht aus Fragen und Einstellungen, die sozusagen in ganz normale menschliche Sprache übersetzt sind. Also Lisa muss zum Beispiel nicht wissen, wie viele Kilos soll dieser Aufzug jeden Tag transportieren. Die Frage lautet einfach, wie viele Personen sollen da hoch und runter fahren?
Und der Konfigurator übersetzt das sozusagen sofort in diesen Kilo-Wert. Und das gilt bei allen diesen Einstellungen, die Lisa hier vornehmen kann. Zusätzlich zu all diesen technischen Einstellungen, aber auch visuellen Anpassungen, hatte dann auch die Möglichkeit, zusätzliche Services dazu zu buchen, zum Beispiel Wartung, Installationsservice und so weiter und so fort. Wenn Lisa komplett fertig ist mit dieser kompletten Konfiguration, sie hat alles selber konfiguriert, auch mit Unterstützung von technischen Mitarbeiter. Sie will natürlich jetzt wissen, wie viel sowas kosten kann, wie viel und unverbindliches Angebot bekommen. Dafür muss Lisa sich bei Vertriebsmitarbeitern melden oder sich registrieren Vertriebsmitarbeitern in Kontakt zu setzen. Sie hat hier drei Möglichkeiten. Also das sind unsere Säulen, die wir davor gesehen haben. Das ist ein Direct Sales, ein Reseller oder ein Self-Service. Also Lisa kann einen beliebigen Weg auswählen, wie sie dann mit dem Packerlift in Kontakt kommt. Direct Sales sind eher gedacht für größere Kunden mit größeren Projekten. Sagen wir mal so, wenn es um mehrere Aufzüge geht, dann wäre es dann ein perfekter Weg für Lisa. Find Reseller, das ist eher dann für die kleineren Kunden, für eine ganz kleine Mini-Installation. Dann wäre ein Reseller perfekt. Lisa ist bis jetzt aber sehr zufrieden mit diesem ganzen Konfigurator und wie sie die Lösung auch zusammenbauen kann. Deswegen, sie hat auch die Möglichkeit, weiter im Self-Service zu machen, weiterzumachen. Im Endeffekt, es spielt nicht wirklich eine ganz große Rolle, wie sie in Verbindung mit den Packerlifts zusammensetzt. Sie hat hier eine komplett freie Auswahl. Aber wir machen jetzt hier weiter im Self-Service. Und dann legt Lisa ein Kundenkonto an, gibt unterschiedliche Daten zu dieser Firma, kann auch ein eigenes Benutzerkonto anlegen, aber auch unterschiedliche Kontos für technische Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das Gute ist, dieser Aufzug, was sie davor konfiguriert hat, geht nicht verloren. Es wird immer noch gespeichert und sie findet diese Konfiguration sofort in ihrem Konto wieder. Sie muss es nicht neu konfigurieren, hat sie aber die Möglichkeit natürlich. Sie kann einfach weitermachen. Sie hat auch immer die Möglichkeit, zu diesen Konfigurationen zurückzukommen und dann noch irgendwelche Anpassungen vorzunehmen. Weil Lisa jetzt registriert ist und wir wissen, aus welchem Kundensegment sie kommt und welche Firma es ist, sehen wir ganz oben jetzt auch einen Preis oder sozusagen eine Schätzung für dieses Projekt. Dieser Preis kommt einfach aus Informationen aus Kundensegment und Branche, in die Lisa aktiv ist. Wenn es schon ein sozusagen Frame Agreement existiert für diese Firma, für Chicago Waterfront Hotels, dann können auch die Preise aus diesem Frame Agreement kommen, aus diesem Vertrag sozusagen. Und dann werden die hier auch angezeigt. Es ist natürlich so, dass Lisa nicht nur dieses Endpreis sieht, also dieses Total. Sie hat auch die Möglichkeit, bis auf einzelne Positionen reinzuschauen, wie viel welcher Teil kostet, wie viel welche Services kosten und welche Anpassungen kann sie dann noch vornehmen. Also diese Informationen findet sie immer auf meiner Kontoseite für ihre Konfiguration, die sie gemacht hat. So. Das Gute ist auch, sie bekommt auch nicht nur eine Schätzung für ein Installationsprojekt und auch nicht nur für den Aufzug an sich, sondern sie kann auch ein Total Cost of Ownership berechnen lassen. Sie kann definieren, für wie viele Jahre soll diesen Aufzug in Betrieb kommen, wie sehen die Stromkosten aus und alle diese Einstellungen kann sie auch ganz einfach im Konfigurator auch eingeben. Wenn sie komplett fertig ist, also mit allen zahlreichen Konfigurationen, Anpassungen. Sie hat auch die Möglichkeit, jederzeit zu dieser Konfiguration auch zusätzliche Produkte hinzufügen. Und wir sehen hier, es gibt eine ganz kleine Lampe, die sie auch dazu noch hingefügt hat, als zum Beispiel als Ersatzprodukt für einen anderen Aufzug oder für irgendwelche andere Produkte, die sie hat. Wenn sie fertig ist, sie kann einfach Kostenschätzung runterladen, um dann einfach ein bisschen mit Budget zu planen. Dafür kann sie einfach auf den Knopf klicken, Download Budgetary Estimate, und dann bekommt sie einfach ein Proposal-Dokument, wo sie
alle Informationen, also über diesen Aufzug, alle Kosten bis auf einzelne Positionen anschauen kann, auch mit zahlreichen weiteren Details, die dazukommen. Sie kann das auch dann zum CEO vorzeigen oder mit eigenen Mitarbeitern dann durchgehen, anschauen, korrigieren, anpassen und schauen, ob das alles tatsächlich so für Sie passt. CEO hat jetzt ein Go gegeben. Es sieht gut aus, die Lösung passt. Jetzt müssen wir natürlich, also Lisa muss jetzt natürlich ein Angebot holen und sie will jetzt eine Verhandlung starten mit Parkalefts. Und jetzt gehen wir auf eine andere Seite. Wir sind jetzt auf der Seite von Parkalefts und es gibt einen Vertriebsmitarbeiter, der heißt Patrick Morris. Er hat die Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu kommen, also über Direct Sales, also Direktvertrieb. Das sehen wir unten direkt über den Takton CPQ. Oder er kann auch Kunden unterstützen und Kunden helfen und mit Kunden zusammenarbeiten, die dann im Kundenportal oder im Self-Service-Bereich aktiv sind. Primär arbeitet Patrick im CRM-System, die auch mit Takton komplett integriert ist. Und das ist ein Primärmittel, wo er dann die Opportunities anschauen kann, auch die konfigurieren kann, Preise verändern kann, anpassen kann und so weiter und so fort. Das Gleiche gilt ja aber auch für den Self-Service-Area, wo unser Patrick Morris auch die Konfigurationen von Kunden anschauen kann, selbst wenn die Kunden die Preisanfrage noch nicht rausgeschickt haben. Selbst wenn Lisa erstmal in Primärkonfiguration ist und noch keine Budgetschätzung noch runtergeladen hat, wenn sie in diese ganz erste, richtig erste Konfiguration ist, kann Patrick das sehen. Und dann hat er auch die Möglichkeit, diesen Kunden auch zu unterstützen, wenn er sieht, okay, es gibt ein paar Probleme, die Kunden sind irgendwie stecken geblieben oder kommen erstmal nicht weiter. Er hat immer die Möglichkeit, diesen Kunden zu kontaktieren und dann weiter zu helfen. So, Lisa ist jetzt sehr zufrieden mit alles, was sie gesehen hat. Und jetzt will sie eine Preisanfrage schicken. Wir wissen aber schon, dass Patrick Morris hat auch schon vorher alle Details über Lisa gesehen, also über diese Lösung, die sie da zusammen konfiguriert hat. Aber erst jetzt schickt sie das raus. Auf andere Seite, Patrick bekommt eine Meldung, dass er hier einfach eine Preisanfrage bekommen hat von Lisa. Er hat jetzt die Möglichkeit, diese Anfrage zu akzeptieren und ein Angebot für Lisa zu erstellen. Er konvertiert sozusagen diese Anfrage, die Lisa hier erstellt hat, zu einer Lösung. Und jetzt hat Patrick die Möglichkeit, an dieser Lösung zusammen mit Lisa zu arbeiten. Patrick als Vertriebsmitarbeiter hat hier in Takton CPQ die Möglichkeit, noch einmal alle Einstellungen, die Lisa da gemacht hat, zu verändern, falls sie irgendwie nicht passen oder Lisa hat anders irgendwie überlegt, dass sie doch diese Option nicht haben will. Patrick sieht hier ein Gesamtprodukt, aber auch die einzelnen Unterteile und Bestandteile von diesen Aufzuglösungen. Er sieht auch die Preise von dieser Lösung, aber auch die Margins. Deswegen hat er auch die Möglichkeit hier, noch einen Preis für Lisa ein bisschen runterzusetzen, auf ein Gesamtprodukt, auf einen gesamten Aufzug oder auch auf eine einzelne Position, wenn er das will. So, Takton CPQ besitzt auch die Möglichkeit für zahlreiche Freigabeprozesse. Also wenn Patrick irgendwie ein bisschen niedriger einen Preis setzen will, für diesen Chicago Waterfront Hotels, für Lisa, und kann sein, dass er dafür noch eine extra Genehmigung braucht von Manager. Das kann auch hier gemacht werden und erst wenn Manager Go gibt, wird dieses Preis runtergesetzt. Solche Workflows können hier wunderbar konfiguriert werden. Eine gute Sache ist, manchmal haben die Kunden so Sonderwünsche. Die lassen sich nicht so einfach in diesen Konfigurator anpassen oder die gehen vielleicht so ein bisschen, die weichen ein bisschen ab, links oder rechts von das, was ein Konfigurator erlaubt.
Patrick hat hier allerdings die Möglichkeit, diese Sonderwünsche hier auch noch dazuzufügen und auch anzupassen und zu bearbeiten. Dazu kann er hier auch einen technischen Vertriebsmitarbeiter holen, die dann einfach über ein Projekt schauen und sagen, okay, ist das eine mögliche Lösung? Kann es umgesetzt werden? Was muss dann noch gemacht werden, sodass wir das für die Kunden ermöglichen? So. Wenn Patrick komplett fertig ist mit den Konfigurationen und Bearbeitung und mit Zusammenarbeit mit Kunden, hat er die Möglichkeit, die CAD-Dokumente und CAD-Zeichnungen für diesen kompletten Produkt, was wir da zusammengebaut haben, mit Kunden zu generieren und auch Kunden dann zur Verfügung zu stellen. Jetzt gehen wir auf Lisa-Seite und wir sind wieder im Kundenportal von Packerlifts. Hier, wir sind auf der Seite von dieser Konfiguration, von dieser Lösung, was Lisa zusammengebaut hat. Jetzt sind hier allerdings oben ein paar Details zu dieser Preisanfrage, die sie gestellt hat, zu dieser Lösung, aber auch ein Vertriebsmitarbeiter, der für sie zuständig ist. Und auch auf rechter Seite, ganz oben im Fenster, sehen wir die Möglichkeit für ein Collaboration. Das ist ein Fenster, wo unsere Lisa einfach mit Patrick kommunizieren kann. Ob das ein Chat ist, ob das irgendwie einfach ein Trigger für ein E-Mail ist, das ist komplett frei zu überlassen. In diesem Fall haben wir eine Chat-Funktion. So, und Lisa kann hier auch die Änderungen sehen, die Patrick im Takton CPQ auch vornimmt. Die werden hier für sie sofort angezeigt. Was wurde geändert? Was gibt es Neues? Was hat Patrick da noch irgendwie verändert? Dazu gibt es einen spezieller Teil, wo Lisa auch alle möglichen Dokumente zu diesem Produkt oder Lösung runterladen kann. Also ob das die CAD-Dateien sind, die Patrick davor definiert hat, oder ob das irgendwie ein Vertrag ist oder technische Spezifikation, kann sie jederzeit in voller Ruhe runterladen, anschauen. Wir sehen hier auch, dass wir haben hier in Revision 1, Revision 02. Das heißt also, das ist eine kollaborative Arbeit zwischen Kunden und Vertriebsmitarbeitern wie Patrick Morris. Wenn Kunden mit irgendetwas nicht ganz so zufrieden sind, zum Beispiel mit Vertragsbedingungen, Patrick hat die Möglichkeit, das noch zu ändern und dann wieder an Kunden für ein Revision, für ein Review sozusagen zu schicken. Und so kann es schrittweise back and forth gehen. Also wir können ganz viele Zyklen machen und ganz oft das wiederholen, bis die Kunden komplett zufrieden sind mit dem Projekt, mit den CAD-Zeichnungen, mit dem Preis natürlich für diesen Produkt. Und wenn sie komplett zufrieden sind, unsere Kunden, dann kann Lisa ganz einfach, wie wir das aus dem ganz normalen Online-Shopping-Erfahrung kennen, einfach dieses Produkt in den Warenkorb legen und kaufen. Also sie kann hier einfach dieses Angebot annehmen und ein richtig komplexes Produkt, wie in diesem Fall ein Aufzug, kaufen. So, und hier könnte man sagen, okay, jetzt endet hier unsere Reise und die Kunden haben das Produkt gekauft und die sind jetzt glücklich, aber das ist nicht ganz so. Natürlich, wir wollen unseren Kunden auch während Installations- und Inbetriebnahme auch begleiten und unterstützen und einfach nicht irgendwie da hängen lassen. Deswegen, nachdem ein Produkt schon installiert worden ist und wir mit dem ganzen Projekt fertig sind, findet Lisa oder Chicago Waterfront Hotels zusammen mit Lisa oder einem technischen Mitarbeiter, John Smith, Informationen über alle Aufzüge, die zurzeit in diesem Chicago Waterfront Hotel installiert sind, wieder im Kundenportal auf der Packerlifts-Seite. Hier sehen wir zum Beispiel, dass Packerlifts dann später in der Zeit einfach 4 Aufzüge noch installiert hat, also 3 noch zusätzlich. Wir sehen auch Informationen, dass zum Beispiel 3 Aufzüge ganz normal in Betrieb sind. Ein ist aber offline, also da ist irgendetwas passiert. Jetzt der John Smith hat jetzt die Möglichkeit, bis in einen einzelnen Aufzug reinzugehen und auch die Details dazu abzurufen, um anzuschauen, was da tatsächlich los ist. So, jetzt gehen wir eine Ebene tiefer auf den Aufzugseite und wir können hier erstmal eine Zusammenfassung über diesen Aufzug bekommen, Details dazu
wann wurde es installiert, wann war ein letzter Wartungstermin. Durch ein IoT-Monitoring können wir auch Informationen über eine Performance von diesem Aufzug anschauen, wie oft wird es benutzt, mit wie vielen Personen und so weiter und so fort. John Smith hat hier auch einen Direktkontakt und oder direkte Anzeige, wer dann die Ansprechpartner von Pockerlift-Seite für John Smith da sind. Also das ist zum Beispiel oben ein Patrick Morris und Steve Torrent, ein Technician. Und John, falls irgendetwas schief läuft, kann John die einfach anrufen und kontaktieren und dann ganz schnell eine Lösung finden. Dazu findet auch noch ein John sofort in diesem Kundenportal passende Consumables oder Ersatzteile, die er auch sofort kaufen kann. Unter anderem findet er auch die Services, also die zusätzlichen Leistungen, die er auch kaufen kann. Zum Beispiel einen Wartungstermin oder Reparaturtermin. Und er kann einfach einen Service auswählen, dann im Kalender ein Datum und Zeit auswählen, wenn das für ihn am besten passt, wenn der Service Technician und das Steve Torrent einfach vorbeikommen soll und diesen Aufzug einfach anschauen soll. So, wir können hier zusätzliche Produkte finden, aber wieder, also falls irgendetwas geändert werden muss, wir können hier auch eine technische Spezifikation zu diesem Aufzug finden, aber auch die CAD-Dateien und alle weiteren möglichen Informationen, die unsere John Smith dann einfach brauchen kann. Und genauso können wir unseren Kunden über den kompletten Lebenszyklus begleiten. Also es fängt an von Auswahl und Recherche, dann gehen wir weiter zum Kauf und Einsetzen. Und wir haben jetzt auch gesehen, wie man mit dem Kundenportal einfach Kunden auch mit Wartungen, zusätzlichen Leistungen, Services und so weiter unterstützen kann. So, und das war es von meiner Seite für ein Beispiel. Und jetzt gebe ich weiter an Daniel. Gut, vielen Dank, Julia, dass du uns einmal durch den ganzen Prozess durchgeführt hast. Ich will jetzt zum Schluss noch mal etwas nüchterner wieder auf die Ergebnisse gucken. Das heißt, was kann man erreichen, wenn man die Kombination aus E-Commerce und CPQ-Produktkonfiguration fährt und möglich macht? Ich habe es eingangs erwähnt, letztendlich gibt es in den komplexen Produkten, aber auch in den einfachen Produkten immer Schwierigkeiten in bestimmten Vertriebskanälen. Durch die Kombination aus CPQ und E-Commerce, ja, einfach auf der nächsten Folie hier mal dargestellt, gelingt es uns einfach, alle Vertriebskanäle gleichermaßen, ja, mit Informationen, mit Usability zu versorgen. Das heißt, Julia hat es gezeigt, es gibt eine nahtlose Durchgängigkeit zwischen den Dingen, die Lisa, also die Kundin im E-Commerce, im Kundenportal schon ausgewählt und konfiguriert hat. Der eigene Vertrieb, der Direktvertrieb hier ganz oben dargestellt hat, die gleiche Informationsbasis, kann den Vorgang nahtlos aufgreifen und übernehmen, wenn der Kunde im Web nicht mehr alleine klarkommt und entweder, ja, technisch Unterstützung braucht, um die Lösung zu definieren, oder es dann eben auch, wie gezeigt, in die kommerziellen Diskussionen und Verhandlungen geht. Gleiches wäre auch möglich, haben wir heute in der Demo nicht so stark adressiert, dann natürlich über verschiedene Partner auszurollen. Das heißt, auch Reseller, Händler können hier über die gleiche Plattform interagieren und die Vertriebsprozesse aufnehmen. Ja, auf der nächsten Folie einfach nochmal aus Sicht von Lisa dargestellt, was ist ihr Vorteil? Sie kann einfach den Vertriebskanal so wählen, wie ihr es gerade am angenehmsten ist. Das heißt, wir setzen die Hürde, mit den Kunden in Kontakt zu kommen, sehr niedrig, und vor allem sorgen wir auch dafür, dass Lisa nicht das Gefühl hat, immer wieder mit ihrer Geschichte von vorne zu beginnen und die Informationen doppelt und dreifach abgeben und kommunizieren zu müssen. Das heißt, das, was sie im Web schon getan hat, ist nahtlos für den Direktvertrieb verfügbar. Und sie fühlt sich einfach an allen Kanälen gut aufgehoben und gut abgeholt. Wenn man jetzt mal in den Ergebnissen die Kundensicht etwas verlässt und auf der nächsten Folie mehr in die interne Sicht,
rüberwechselt, bedeutet es natürlich hier zum einen, dass wir den Vertrieb in die Lage versetzen, sich wirklich auf die Vertriebsthemen zu fokussieren. Das heißt, durch das CPQ-Thema, vor allem durch die Konfiguration, wir haben das Thema CAD-Datengenerierung kurz mit erwähnt, ist es für den Vertrieb einfach möglich, sehr, sehr autark zu arbeiten. Wir nehmen viele Iterationen raus, die sonst stattfinden zwischen Kunde und Vertrieb, aber auch zwischen dem Vertrieb und den internen Engineering-Abteilungen. Das heißt, das komplette Produktwissen, die kompletten Informationen stehen in der Konfiguration zur Verfügung. Der Konfigurator konzentriert sich darauf, technisch optimierte und vor allem natürlich auch valide, sprich baubare Lösungen zu identifizieren. Und Vertrieb und Kunde können wirklich sich auf ihre Kommunikation und auf die Anforderungsseite konzentrieren und darauf zu fokussieren. Das heißt, was erreichen wir dadurch? Ganz klar höheres Tempo im Vertrieb, aber auch größere Effizienz, weil der Vertrieb wirklich Zeit hat, sich um die Kunden zu kümmern und nicht intern den Projektleiter spielen muss, um die ganze technische Klärung voranzutreiben. In der nächsten Folie dargestellt sehen wir dann nochmal, ja, wir haben es hier genannt, Single Source of Truth. Das heißt, wir haben natürlich auf Basis von einer Logik, von einem Datensatz alle Kanäle versorgt. Das heißt, pflegeseitig hier sehr einfach und natürlich auch geht es hier wieder um Geschwindigkeit und über Kosten. Das heißt, neue Produkte, neue Generationen, neuere Funktionalitäten sind sehr schnell eingeführt, stehen sehr schnell in allen Vertriebskanälen zur Verfügung. Geh bitte einmal auf die nächste Folie, Julia. Und letzter Punkt, den ich hier nochmal adressieren möchte. Ich sag mal, aktuelle Studien zeigen, dass gerade in der frühen Phase, hier mal gelb markiert, des Vertriebsprozesses, ja, je nachdem, in welche Studie man guckt, zwischen 50 und 70% des ganzen Kaufprozesses des Kunden ohne den Vertrieb erfolgt. Das heißt, der Kunde verbringt sehr viel Aufwand damit, ja, autark zu recherchieren, sich autark über Produkte, über Lösungen zu informieren, bevor er überhaupt an den Kunden rangeht. Das heißt, wenn unsere Kunden, wenn die Investitionsgüterhersteller es schaffen, ihr Portfolio optimal darzustellen, auch schon in den Online-Vertriebskanälen, erreichen sie den Kunden eben sehr früh. Und wenn es dann noch, wie hier in dem Beispiel gezeigt, für den Kunden sehr einfach ist, Produkte zu konfigurieren, Produkte zusammenzustellen, haben sie natürlich hier einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil erreicht, wo wenn die Zusammenarbeit einmal sehr einfach ist, wenig Eintrittshürden umfasst, bleibt der Kunde dann natürlich auch bei diesem Hersteller, bei diesem Anbieter hängen und geht mit ihm in die weiteren Prozesse rein. Letzte Folie, auf der ich einfach noch mal ein paar Zahlen nennen möchte, ja, die von Accenture in verschiedenen Studien zusammengestellt wurden. Was kann man erreichen durch CPQ, durch die Kombination mit dem E-Commerce? Ja, Zahlen hier sprechen eigentlich für sich. Das heißt, die Auftragsabwicklungszeiten können enorm verschnellert werden, verkürzt werden. Das Vertriebsvolumen kann um bis zu 7% gesteigert werden, weil der Vertrieb einfach Zeit hat, sich auf seine Cases zu konzentrieren und nicht zu stark intern in die Diskussion muss. Ganz klar, ja, hier die Angebotsqualität zu verbessern und natürlich im Umkehrschluss die Fehlerquote zu reduzieren. Das heißt, deutlich weniger Fehler, die sich über die Angebote dann schon in die Aufträge reinschleichen und erst sehr spät im Produktionsprozess oder bei der Kundenabnahme auffallen. Ja, die Themen finden sich wieder in einer deutlich gesteigerten Hitrate. Das heißt, typischerweise verbessern unsere Kunden ihre Durchschlagkraft in der Angebotserstellung, die sich einfach in einer höheren Umwandlungsrate in die Aufträge niederschlägt und widerspiegelt und zum Schluss einfach nochmal die Hauptkennzahl 1-2% Verbesserung in der Marge, die sich durch die Summe der anderen vier Kriterien, der anderen vier Zahlen hier einfach erreichen lässt. Das heißt, insgesamt extrem interessantes Tätigkeitsfeld, um einfach, ja, die Buying Journey des Kunden und die Vertriebsprozesse insgesamt zu optimieren und für die digitale Zukunft aufzustellen. Gut,
Dann von unserer Seite erstmal herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse an unserem Vortrag. Ja, und ich denke, Christian, du wirst es ein Stück weit jetzt übernehmen und moderieren, dass wir einfach noch hier für Fragen zur Verfügung stehen können. Genau, wunderbar. Ich danke euch zweimal für den echt interessanten Vortrag. Man sieht schon, das ist auch ein komplexes Thema. Ich habe schon gemerkt, es kamen jetzt einige Fragen schon währenddessen rein. Ich bitte euch kurz mal, dass den Bildschirmteil noch beendet. Dann sehen wir uns drei wieder groß im Videofenster. Genau, wunderbar. Ich fange gleich mal an mit der ersten Frage, die kam rein. Ich lese mal vor, Sie haben dargestellt, welcher Kunde in Klammern groß, klein der richtige für den jeweiligen Channel ist, also Direct oder Reseller. Wie steuern Sie in der Journey, dass der Kunde auch wirklich zum passenden Channel kommt? Na, das kann man natürlich aufgreifen, indem man sagt, wenn wir die Kunden kennen, wenn sie sich irgendwo ja, outen müssen, wer dahinter steckt, dass sie in verschiedene Kriterien fallen. Das heißt, die Kunden können natürlich in verschiedene Kundengruppen zusortiert werden und die entsprechenden Prozesse und Möglichkeiten dann auf diese Kundengruppe zugeschnitten werden. Das heißt, manche Gruppen steuere ich dann vielleicht direkt in den Vertrieb ein und lasse gar nicht die Möglichkeit zu, dass Angebote selbst generiert werden. Andere Kunden, ja, pushe ich sehr stark in die Richtung, dass sie einfach selbstständig im E-Commerce arbeiten und bis zur Bestellung durchgehen. Das heißt, darüber kann man segmentieren, über Branchen, über Kundengruppen, über Segmente kann man entsprechend die Prozesse und damit auch die Informationen und die Wege durch die Vertriebskanäle steuern und abbilden. Weitere Frage, die reinkam. Gibt es Möglichkeiten im Prozess, Details zu qualifizieren, wie Wettbewerbssituation, Preisvorstellung, was dem Kunden einfach so wichtig ist? Alles, was in einem Verkaufsgespräch typischerweise passiert, um sowohl die Leistung für den Kunden, Kosten und Marge zu optimieren? Ja, also was wir oft tun im eigentlichen Prozess des Konfigurierens, ist letztendlich sehr früh in der Konfiguration die Kaufkriterien des Kunden, des Anwenders abzufragen. Das heißt, man kann schon Fragen stellen und sagen, priorisiert man eher auf eine geringe Investitionssumme, steht Total Cost of Ownership im Vordergrund. Wenn wir über Nutzfahrzeuge sprechen, sind es vielleicht die Emissionen, die im Vordergrund stehen können. Das heißt, man kann verschiedenste Produktmerkmale natürlich nehmen und hier zur Auswahl zur Verfügung stellen und darüber zumindest mal ein Gefühl zu bekommen, was ist letztendlich so das entscheidende Kaufkriterium des Kunden. Die nächste Frage an euch zwei. Habt ihr auch ein Projekt à la Parkerlift mit einem Maschinenbauer, zum Beispiel Werkzeugmaschinen, durchgeführt? Ja, gibt. Also das war jetzt einfach eine neutrale Demo. Das war gar kein Kundenprojekt, was wir heute gezeigt haben, sondern ganz bewusst ein Demo-Szenario, mit dem wir einfach sehr offen und ohne auf NDAs Rücksicht zu nehmen, einfach mal in die Diskussion mit unseren Interessenten oder auf Veranstaltungen wie dieser einsteigen können. Aber es gibt auch realisierte Projekte mit Kunden aus dem Maschinenbau dann. Weitere spannende Frage ist natürlich, was kostet der Aufbau und Betrieb einer solchen Plattform, hat ein User gestellt. Spannende Frage. Fast unmöglich im Moment aus dem Stegreif zu beantworten. Können wir aber gerne schon eine Größeneinschätzung. Geht. Also es ist oft sechsstellig der Betrag, aber je nach Umfang des Produktportfolios, je nach Komplexität der Prozesse, ja, ist immer schwieriger. Luft nach oben, ja. Können wir aber gerne im Nachgang vielleicht in der kleineren Runde nochmal aufgreifen oder einfach dann nochmal im Nachgang ein Gespräch dazu vereinbaren. Genau, dann kommen wir vielleicht zur nächsten Frage. Wie kann denn eine Durchgängigkeit der Produktabhängigkeiten über alle Vertriebskanäle sichergestellt werden? Finde ich auch eine spannende Frage. Wir haben es versucht, im Vortrag zu adressieren. Das heißt, wir bauen einmal die Produktlogiken, die Produktabhängigkeiten auf. Die Julia hat es gezeigt, dass wir am Anfang ja auch sehr gerne erstmal über die Anwendung reden und in die Konfiguration einsteigen. Es waren so Fragen, wie viele Passagiere sollen transportiert werden, wie viele Stockwerke muss so eine Aufzugslösung umfassen. Das heißt, dieses Regelwerk, was die Anforderungen abfragt, aber auch die ganzen Stammdaten, die aus den ERP-Systemen kommen und die technischen Regelwerke werden einmal abgebildet.
Sie stehen dann automatisch in allen Vertriebskanälen zur Verfügung und können dann natürlich nochmal je nach Anwendergruppe spezifiziert werden. Das heißt, ich kann es dann wieder präzisieren, arbeitet ein Kunde in dem System, arbeitet ein Händler in dem System, arbeitet der Vertrieb in dem System, habe aber immer eine Basis der Daten, der Stammdaten und auch der Produktabhängigkeiten, auf der wir in den Lösungen arbeiten. Eine Frage an Natascha, wie kann denn die Produktkonfiguration auf verschiedene Benutzergruppen zugeschnitten werden? Ein bisschen hast du das ja schon anklingen lassen. Frage an Julia. Genau, Julia. Ja. Entschuldigung. Also, ich war kurz verwirrt. Alles gut. Ja, es bestehen diverse Möglichkeiten, einfach selbst diesen Konfigurator zu personalisieren, abhängig davon, aus welchen Kundensegmenten diese Kunden kommen, ob das Neukunden sind, sind das Bestandkunden, aus welchen Branchen, aus welchen Segmenten und so weiter. Die Natascha ist natürlich bei uns in der Regie, das war jetzt ein Test. Jetzt kommen wir aber zur nächsten Frage. Das ist auch spannend. Wie komplex dürfen denn Industrieprodukte eigentlich sein? Ein modularer Stecker ist ja was anderes wie eine Verpackungsmaschine, schreibt hier ein User. Es ist was anderes. Ja, man unterschätzt es oft. Es kann beides erstaunlicherweise gleichermaßen komplex sein, nur an anderen Stellen. Ich sag mal, wir sind es gewohnt von den Komponenten, die oft als einzelnes Produkt gar nicht so komplex sind, aber dafür brutal variantenreich sind, bis hoch zu Zementwerken, die mit unseren Lösungen konfiguriert werden, zu arbeiten. Also da gibt es entsprechende Mechanismen und Möglichkeiten, um die Komplexität abzubilden und auch portionierbar und handhabbar zu machen. Weitere Frage ist, ja, geht es ein bisschen in die Richtung, macht E-Commerce bei Maschinen überhaupt Sinn? Denn sie sind ja meist komplex und erklärungsbedürftig und müssen live gezeigt werden. Wie handhabt man das mit Konfiguratoren? Das stelle ich mir auch die Frage. Naja, im Endeffekt, wir haben heute im Demo haben das versucht zu erklären, wie relativ einfach das gehen kann. Aber normalerweise geht es ja auch nicht nur um Primärinstallation, sondern auch um Wartungen, um diverse Ersatzteile, die dazu dann gebucht werden müssen oder auch Services. Das Ganze kann dann auch über ein E-Commerce angeboten werden. Also manche Maschinen brauchen auch so Consumables, irgendwie Öl oder weiß ich noch, was dann immer wieder gekauft werden muss. Und das kann man auch alles über ein E-Commerce abbilden und automatisieren auch zum Teil. Und ich glaube, man darf hier auch den Fehler nicht machen und in diesen Produktwelten E-Commerce mit der PayPal- oder Kreditkartenzahlung am Ende gleichsetzen, was man so aus dem privaten Konsumverhalten oft darunter versteht. Sondern hier geht es wirklich darum, Kundenportale aufzubauen, den Kunden einfach über alle Bedarfe von den Ersatzteilen bis zur Neumaschine in diesem Kundenportal mit Informationen zu versorgen. Und wir haben nicht umsonst so viel Fokus auf die Durchgängigkeit gelegt, weil es gerade in den Szenarien der komplexeren Anlage, ich greife mal die Verpackungsmaschine, nach der eben gefragt wurde, wieder auf, dann einfach auch unerlässlich ist, dass man vielleicht im Kundenportal startet und dann aber doch in die Beratung mit dem Vertrieb einsteigt. Nächste Frage, die gerade reintrudelt, ist, welche Erfahrungen haben Sie, wenn die Lösung für den Kunden aus Beratungs- und Produkt- und Servicebestandteilen besteht? Sehen wir immer öfter als Anforderungen kommen. Das heißt, es geht nicht nur darum, die eigentliche Hardware, die Maschinen, die Anlagen zu verkaufen, sondern immer stärker auch in die begleitenden Geschäfte, After-Sales, Ersatzteilpakete, Wartung einzusteigen. Und auch mit Blick auf Beratungsleistungen ist es möglich, die gleichermaßen modular aufzubauen und dann eben auch verschiedene Beratungspakete mit dem Produkt gemeinsam anzubieten und zu konfigurieren und dann natürlich schon passgenau und zielgerichtet vorzuschlagen. Das ist eine Anschlussfrage, die kam. Kann man Ihre Plattform auch nutzen, um After-Sales-Services, also zum Beispiel für Wartung steht hier, zu nutzen, dass man auch nur Services anbietet über Ihre Plattform? Ja, sorry, Julia, leg du los. Ja, genau, also das ist genau ein Ziel und Zweck von diesen ganzen Kundenportalgeschichte, wo wir genau diese Wartungsservice oder unterschiedliche andere Leistungen auch anbieten können und auch verkaufen können. Eine weitere Frage noch,
die gestellt wird, könnt ihr nochmal aufschlüsseln, was bei E-Commerce Tacton und Intershop macht, wie das aufgeteilt ist? Ja, können wir gerne tun. Also Tacton kümmert sich sehr stark um den Part der eigentlichen Produktkonfiguration, des Pricings zu dem konfigurierten Produkt und um die Themen der Visualisierung, der Dokumentengenerierung, also die 3D-Visualisierung, die Budget-Estimates und so weiter, die CAD-Daten, die zur Verfügung gestellt werden, kommen von uns. Und Intershop kommt eben sehr stark aus der E-Commerce-Welt und kümmert sich dann eben um die Plattformthemen für die Kunden und die E-Commerce-seitige Abwicklung. Wunderbar, ich würde sagen, wir kommen jetzt hier langsam zum Ende, aber es gibt jetzt noch weitere Möglichkeiten dann. Julia und Daniel, ich danke euch erstmal an dieser Stelle für die echt interessanten Einblicke. Man hat schon gemerkt, es sind einige Fragen reingetrudelt. Wir bieten jetzt unseren Zuschauern auch weitere Möglichkeiten an. Zum einen können Sie direkt in Kontakt treten mit den beiden. Dazu haben wir einmal die E-Mail-Adressen unterhalb des Videoframes. Sehen Sie das? Schreiben Sie sie an, bombardieren Sie sie mit Fragen. Die freuen sich, die zwei.